Schatz, rief die Frau aus der Küche. Da kommt doch gleich dieser Psychothriller. Ja klar, Psychothriller. Also eine Schnulze zum Mitheulen. Hörst du mir zu? Ja. Dieser Psychothriller, wo die Frau... Ja, Psychothriller. Den Rest verstand der Mann nicht, denn das Spiel fesselte ihn ungemein. Es ging hoch her, Chancen über Chancen auf beiden Seiten, noch war nichts entschieden. Nach einem zügigen Schluck aus der Bierflasche kündigte sich ein kapitaler Rülpser an, den der Mann nicht mal halbherzig unterdrückte. Aus der fernen Küche drang an sein Ohr etwas wie »Frau mit dem Essen«, es konnte auch »Messe« gewesen sein. Er brüllte »Arschloch«. Weil der Schiedsrichter einen glasklaren Elfmeter nicht gegeben hatte, ließ aus tiefstem Herzen eine »Blöde Sau« folgen und fragte sich zwischen zwei Flatulenzen einen Moment, welchen Psychothriller mit einer Frau die Frau wohl gemeint haben könnte. Fragte sich außerdem, wieso Frauen erstens immer derart viel quatschen mussten, sich aber zweitens nie deutlich ausdrücken konnten. Grüllte in den Fernseher, scheiß die Wand an, Knalltüte! Schloss stöhnend die Augen, denn dieses Spiel machte ihn wirklich fertig. Als er die Augen wieder öffnete, musste er feststellen, dass er noch nie ein rohes Schnitzel aus solch extremer Nähe betrachtet hatte. Das wild tanzende Küchenmesser, mit dem die Frau ihm eindringlich den Psychothriller erklärte, sah er dann schon nicht mehr.